Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Adam Wolf, unserem neuen Let's Play. Ich bin Sevenake, schön, dass ihr da seid. Wir starten heute in Episode 3, Dame und Maler. Auf geht's! Episode 3, Dame und Maler. Was zur... Jo, das ist die Golden Gate Bridge, würde ich sagen. 10 Stunden früher. Okay. Oh, wir erinnern uns. Da ist unser Freund. Da ist der Dämon mit der einen Hand. Wir hatten ein Gespräch. Wir hatten eine Einladung zum Kaffee. Und jetzt möchte der Mann uns in ein interaktives Tutorial sperren. Welch fieser Möb. Nein, natürlich nicht. Wir gehen nicht ins Tutorial, sondern wir geben uns das Spiel. So, you want to know more about the Timeless. They're always listening. Come closer. Das ist ja wieder nett gemacht hier. Seltsame Leute, sie passen überhaupt nicht hierher. Okay. Ist auf jeden Fall wieder stark gemacht. The symbols on my hand represent endlessness. Listen. The symbol comes from an ancient and secretive cabal. Aha. She's brand new. How is this even remotely connected? I don't know, but not even demons and okay. Also gut, nochmal. Ah, wir sollen anklicken. Den Dämon, die Uhr und das Symbol. There is a painter. Used to be a big shot artist. His home is the only other place where I've seen this symbol recently. Here. This is a recent photo of his house. I must warn you, though. You may witness some strange stuff. Strange stuff. Für unsere Verhältnisse oder für die Verhältnisse eines Normalos. These endless had something to do with my sister's disappearance. For now, that artist was my only lead. It was time to pay him a visit. We still need to talk about your involvement with the cult. I'm not really sure I want to right now, or that you'll be able to later. See you around, Adam. Maybe. Okay. Was möchte unser Telefon uns sagen? Ach so. Befragen Sie den Maler. Ross Albertson. Okay. Guck mal das Foto. Können wir das Foto angucken? Nein. Können wir es im Handy angucken? Bestimmt, oder? Hm, auch nicht. Na gut, die Leute da hinten sind weg. Und Desmond sagt uns leider nichts mehr. Autoschlüssel sollten wir mitnehmen. Oder Motorradschlüssel. Beim letzten Mal hatten wir noch ein Auto, da hat uns jemand angeümmelt. Erinnert ihr euch noch? Direkt auf Uhrengeschäft. Finde ein Uhrengeschäft ist in unserem Fall gar nicht so verkehrt. Verschlossen, aber kein Schild. Okay. Das. In die Bar können wir nicht rein, heißt bezahlen müssen wir nicht.
Ihr raucht ihr? Ach, das ist der Gulli. Dann nehmen wir das Motorrädel. Oh, Schlüssel. Ach. Jetzt gehe ich schon auf. Ah. Nicht abgeschlossen. Na gut. Dann aber. Motorrad. Straße der gemalten Damen. Dann steigen wir mal auf und fahren los. Die Straßen von San... Oh. Wir unterbrechen das mal nicht. Fotografiert jemand, das ist... Okay. Okay, es gibt Unterschiede. Das ist natürlich hier. Hier sind Unterschiede. Da ist ein Unterschied. Das ist auf jeden Fall ein cooles Rätsel. Oder ein cooles Konzept. Da vorne die Flasche. Die ist kein Rätsel. Die Bäume. Ich kann übrigens auf beiden anklicken. Die Bäume sind neu. Hier. Ich hätte jetzt gesagt, die Pflanze hier oben. Okay, das hier. Sis told me that this is a recent photo of the place. I wonder why it became so run down that fast. Okay, das will ich auch wissen und ich will wissen, wer da Fotos macht. Hey man, what's with the photos? What's it to you? I can take photos of whatever I want. I just like the look of old buildings. It's a free country last time I checked. Aus irgendwelchen Gründen kommst du mir verdächtig vor. Es könnte die verdächtige Narbe am Auge sein. Der etwas auffällige Haarschnitt. Aber ich bin ja selber ein Typ mit auffälliger Frisur. Das, was aber wirklich verdächtig ist. Hier. Gucken wir mal das Ding da an, das Medaillon. Eieiei. Ich habe das Gefühl, wenn das für einen Kult steht. Und das ist schon relativ nah an unserem Oreboss. Dann ist er vielleicht von der Konkurrenzvereinigung. Ja. Unheimlicher Kerl. Unheimlich. Wir gehen auf jeden Fall weiter. Hier rein. As I walked towards the house, the air around me became freezing cold. Never a good sign. Whoa! Hui! Now I really want to know what's in there. Hat uns da jemand gerade mit einer Platte beworfen? What the? Ah, okay. Ja. Hier passiert. Hallo, euer Merkwürden. Was ist hier los? Hier geht ja echt wieder was. Aber ich mag die Einrichtung. Und so dieses Atrium nach oben. Das gefällt. The painting on the canvas had the symbol on my watch. As if the flying objects weren't enough. Time for some answers. Okay, also hier ist auf jeden Fall was passiert. Wir gucken uns das Painting an. Also ich würde sagen, wenn du hier wohnst, hast du echt Probleme. Auf der anderen Seite ist es vielleicht gar nicht so verkehrt zum Aufräumen. I don't know who you are, son, but if you came to see a broken man suffer, you've come to the right place. Levitating objects? It's either telekinesis, mental manipulation, or you have a restless spirit in the house. Restless, departed wife, Lisa, my love, my life. I don't know why she returned, but it's clearly her. Okay, das klingt nach einer Beziehungskiste, einer Trennungsstory. I can help you with that, Mr. Robertson. But I need you to tell me all you know about that symbol you painted. Wait a minute. I recognize you. You're that Adam Wolf fellow. The supernatural detective. You have yourself a deal, son. Wir haben noch gar nicht über den Preis geredet, aber haben einen Deal. Okay. Just tell me why my wife is haunting this place, and I'll tell you everything I know about that blasted symbol.
This was a typical ghost manifestation. The go-to procedure was to take a few photos for spectral analysis. Okay, dann fotografieren wir jetzt Geister. Wir fotografieren Geister. Da war noch ein bisschen was, denn da oben haben wir noch nicht, ne? Ja, ah, da. Opa. Und da erwischt. Da haben wir Zeug. Müssen wir jetzt hier die Strukturen finden, oder was? Das hier ist die Leber. Oh, die sind auch noch verdreht. Jetzt wird's spannend, tatsächlich. Das ist eine schöne Übung. Dann, was haben wir noch? Wir haben hier... Ich brauche Bezeichnungen für die Begriffe. Hier haben wir auf jeden Fall diesen so einen Haken. Haben wir hier auf den anderen Bildern. Ist nochmal ein Haken. Da ist so eine Art Herz. Das sieht so ein bisschen aus wie Portugal. Könnte es Portugal sein? Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist hier dieses Flying D. So ein bisschen das Dunlop-Logo. Ansonsten, wir suchen noch ein Knie. Das ist hier. Und der Knochen könnte der sein. Es fehlt noch Portugal. Und das bisschen verdellte Herz, aber nicht hier. Hier ist das verdellte Herz, aber spiegelverkehrt zählt trotzdem. Das ist ja... Also... Wir gehen gerade ins Spiel rein und ich bin schon wieder von einem Rätsel absolut begeistert. Ein Heuler, ein Geisterwesen, das einen tragischen Tod gestorben ist, verfolgt seine Liebsten, die mit seinem Tod zu tun haben. Es manifestiert sich durch seltsame Lichter und lässt Objekte in seiner Umgebung fliegen. Außerdem lässt es in seinem Umfeld alles verwelken und sterben. Unangenehm. Okay, dann puzzeln wir jetzt mal die Frau zusammen. Echter Tipp für Singles. Puzzelt euch eine Geisterfrau. Da wird's Leben besser. Nee, lasst das. Hört auf, an Frauen rumzupuzzeln. Das muss der Spektralrückstand sein, der von Lisa ausstrahlt. Ja. Definitiv. Beschwörung. Um Kontakt zum Heuler aufzunehmen, muss die Person, die ihn am meisten liebte, das Objekt zerstören, das er am meisten schätzte. So, das Objekt zerstören, das der Heuler zu Lebzeiten am meisten liebte. Tja, Ross, das wird dir nicht gefallen. You were right, Mr. Robertson. Your wife has indeed returned as a Banshee, a restless spirit. Okay, eine Banshee ist ein Heuler. Na gut. Do you know how she died? Was it a violent death? She was murdered, Mr. Wolf. The police claim it was suicide, but I know my Lisa better than that. Okay. Sie wurde ermordet, aber die Polizei behauptet, es wäre Selbstmord. Er kennt Lisa besser, vielleicht kennt er auch den Mörder. Die meisten Morde sind Beziehungstaten. Nun, Mr. Patmala, nein. Find out how she really died and why she's returned. But I need something for her she was really fond of to contact her spirit. That's easy. It was the brush I gave her for our anniversary. Her most favorite thing in the world. That's how I first saw her spirit came back. The brush started flying around and then shot straight through the window. It's probably still outside. I couldn't get myself to go look for it. I was getting close. That brush would let me contact Ross's wife, Lisa. Then I could get some answers about that symbol. Das da hinten fällt mir auch noch auf, da ist ein Codeschloss. Aber wenn die gerade hier ist, die könnte echt noch vorher aufräumen, bevor wir sie irgendwie bannen. So, jetzt gehen wir den Pinsel holen. Und dann gucken wir mal. My camera. What the hell, bro? Du schon wieder. If you hadn't had your head stuck to the door, this wouldn't have happened.
How's that eavesdropping working out for you? Hey man, you've got the wrong idea. I'm out of here. Kollege, ich mag sie nicht. There's something off about that guy, but there was no time to worry about him. I needed to find that brush. So, wir suchen den Pinsel. Ich gehe davon aus, dass er hier drinnen liegt, weil hier entsprechend pinke Farbe ist und da auch. Aber vorher haben wir die Tasche. Was haben wir in der Tasche? Hochwertige Spionageausrüstung. Ui. Wer findet, darf behalten. Kennen wir aus den Spielen, oder? Teleobjektiv, auch gut. Was haben wir noch? Nachtsicht. Äffchen. Blitzlichtfotografie. Die Zeit des Nights ist kurz und man kann dieses Rennen nur verlieren. Unser Verlust ist klein und deiner unermesslich. Zeit und deiner unermesslich. Übrigens, Mad Hat Games, die sind für das Spiel verantwortlich. Den Titel gönnen wir uns mal. Was haben wir noch? Kreditkarte. Uhrenladenkunde, okay. Na gut, dann benutzen wir mal unseren Späher. Und da sehen wir hier die Farbe. Da natürlich die Farbe. Hier hatte ich schon gesagt, die Farbe. Und da sehen wir die Farbe. Farbspur wird dünner. Ja, dieses Sortierrätsel kennen wir schon. Die funktionieren ja relativ einfach. Das ist jetzt nicht so die... Hier haben wir auch einmal gesehen. Dieses Mal waren keine Hinweise dabei. Okay. Aber ja. Das Gitter ist schwer mit bloßen Händen, weil wir können das Schloss drumlegen und dann hochziehen. Ein bisschen frickelig, aber... Komm, jetzt beweg dich! Oh, Geisterpinsel. So. Hier haben wir noch einen Lappen. Immer ordentlich gucken. Oh. Linker Teil des Passworts. Wie gesagt, wir sind paranoide Rätselspielspieler. Wir wissen, dass wir erstmal alles durchsuchen, bevor wir weitergehen. Aber, nachdem wir alles durchsucht haben, gehen wir in Ross' Haus. Hallo, Ross. Hier ist der Pinsel. Moment, da ist der andere Teil des Passworts. Das behalten wir mal im Blick. Here's Lisa's brush, Mr. Robertson. This may be hard for you, but you have to break it. Break it? Why on earth would I do that? My poor Lisa adored this brush. Ja, sie hat ihn geliebt, aber... So ist das mit den Geistern. To contact her. It's the only way. The breaking of an object she cherished the most by the person she loved the most will pull her spirit into our reality. Das muss ich mir merken. Darf niemals das kaputt machen, was meine Ex, sonst taucht sie wieder auf. Okay. You'll be able to get your answers then, Ross. I guess you know these things better than I do, Mr. Wolf. I will do as you ask. Magischer Pinsel! Zeig uns! Die Banshee! Da ist er! Lisa, komm her! Wir wollen doch nur reden! Lass uns reden! Hallo Lisa. Ja. Lisa's paintings. She never finished them. Exactly. This is how she's trying to communicate with us. I think she's trying to do it through her paintings. Then I guess I better finish them. We'll need the things she was trying to paint for reference. These pearls. I saw them somewhere in the house downstairs. I'll find them. You stay next to the paintings and keep the link with Lisa.
Okay, Junge, du dienst als unsere Antenne und wir gehen diese Gegenstände suchen. Aber das machen wir nicht heute, sondern in der nächsten Folge. Für heute bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss, bis dann.